Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Ich begrüße die lieben Wassermänner, Wassermann-Aszendenten. Und solltest du Mond oder Venus oder andere Planeten im Wassermann haben, so schaust dir an, sind bestimmt ein paar Impulse für dich dabei. Des Weiteren ist das ein allgemeines Reading, kein persönliches. Schau, ob du in Resonanz gehst. Wenn du ein persönliches möchtest, kannst du gerne unterhalb von dem Video in die Infobox gehen. Dort ist meine Website verlinkt und du kannst mich kontaktieren. Termine sind wieder ab dem 20. Juni verfügbar. Liebe Männer, ganz, ganz lieben Dank fürs Zusehen. Bitte bedenkt, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau. Da dreht es euch einfach um. Und das betrifft auch alle gleichgeschlechtlichen etc. Meine schönen Blümchen, also echt jetzt, ne? Hab ich mir extra mitgebracht. Ich war auch ein paar Tage weg, ne? So, meine Süßen, wir haben den Juni. Der Juni wird gut, ja? Der Juni wird gut. Wir haben jetzt die Veränderung der Pluto, der jetzt in dem Wassermann gewesen ist. Ja, ihr habt das gemerkt, viele Ideen haben gekreiselt. Ja, viele Informationen sind gekommen. Ihr habt vielleicht gedacht, oh, ich gehe neue Wege, aber ich weiß noch nicht was. Ja, es war wie so ein Labyrinth. Und jetzt geht der Pluto erstmal wieder in den Steinbock zurück, Return. Und er kommt dann wieder im Januar 2024. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, aus dem, was so gekreiselt ist, was aufzubauen, was langfristig ist. Vielleicht ist was hängen geblieben, wo ihr sagt, in das Alte gehe ich nicht mehr mit. Jetzt will das Alte ja nochmal irgendwo kommen. Es gehe ich nicht mehr mit. Ich habe für mich vieles erkannt. Und jetzt ist es ganz einfach so, dass man sich was aufbauen kann. Wir haben den Jupiter in den Stier und das bedeutet immer Werte schaffen, ne? Denk groß, Expansion, ja. Und der Glücksmoment ist da. Was? Musst du mal gucken, wo ist denn dein Jupiter? Genau, ne? In was für einem Haus ist dein Jupiter und so weiter. Aber das würde jetzt zu weit gehen. Aber das ist ganz einfach so. Jetzt könnt ihr euch was Langfristiges aufbauen und jetzt könnt ihr überlegen, wie soll mein Weg gehen? Veränderung mögt ihr zwar, aber so richtig, na, sagen wir so, eure Stärke ist das auch nicht gerade, ne? Aber es wird jetzt werden. Ihr seid doch genial. Ihr seid diese Genialen, ihr seid diese Erfinder, ihr seid diese, ja, die wirklich die besten Ideen haben. Und das ist jetzt die Zeit. Und holt raus das, ja, holt das raus. Geht die neuen Wege mit, die sind fantastisch. Hier kann was Großes entstehen. Und dann haben wir schöne Liebesenergie in diesem Monat. Das muss man sagen. Was ist die Hauptüberschrift für euch? Was ist die Hauptüberschrift für euch? Auf was dürft ihr euch denn freuen, meine Süßen? Ihr natürlich, ne? Befreie den Fluss deiner kreativen Energien. Ja, da steckt so viel in dir. Hol's doch mal raus. Hol's mal raus und nutze sie für dein Leben. Und das ist genau das. Die Unterkarte, du bist einzigartig, lebe mal verrückt. Ja, mach das mal. Mach das einfach mal. Aber hier kommt so viel, ja. Befreie den Fluss. Also, als ob da ist so viel und du weißt gar nicht so richtig was. Jetzt nutzt das. Was ist die Energie mit dazu? Was ist die Energie mit dazu? Eine bitte. Wir haben zwei. Aber das ist nicht schlimm. Die nehmen wir, weil sie rausgefallen sind. Respekt über einen respektvollen Umgang mit dir selbst, indem du deinen Mitmenschen Respekt gegenüberbringst. Ja, schieß nicht durch die Kante. Das kann ja sein, manchmal ist irgendwas, du willst eine schnelle Idee umsetzen und dann hast du gegenüber und ja, respektvoll. Immer schön auch für dich. Hab mit dir Respekt. Ja, und dann kommt eine der schönsten Karten. Wunder geschehen, wenn du deinen schönsten Träumen mehr Aufmerksamkeit schenkst als deinen Ängsten. Hier sollen Wunder geschehen. Wollt ihr Wunder zulassen? Dann befrei mal den Fluss deiner Energien. Ja? Nutze sie für dein Leben. Du hast so viel in dir. Ja? Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, eine schöne Energie. Ja, entsteht was Großes, wenn ihr es nutzt. Nutzt das mal. Und glaubt mal an Wunder. Glaubt an Wunder. Huch. Das waren, nee, die sind rausgeploppt. Ich möchte noch was haben. Ich möchte jetzt die Einzelnen haben. So, was sagen die Feen? Ja, meine Sonnenscheine. Habt ihr wieder tausend Gedanken, ne? Und das, was wichtig ist, erkennt ihr nicht. Ich habe den Eindruck, ne? Irgendwas macht euch traurig hier. Aber die Sonne ist die Unterkarte, darauf geht es hinaus. Perfekt realisierte Pläne, ja? Hier kommt was Wundervolles. Du wirst strahlen. Zehn des Sommers, ein emotional erfülltes Leben. Oi, 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 oi. Vier des Sommers, abgelenkt sein und eine magische Gelegenheit nicht sehen.
jemand oder etwas als selbstverständlich betrachten, Unzufriedenheit mit dem Leben. Ja, irgendwas nervt dich. Irgendwas nervt dich, du siehst es alles so, ja, ist alles da, alles selbstverständlich und. Du befreist dich nicht. Du bist verdrossen, so nenne ich das mal. Du haderst und du verpasst Gelegenheiten dadurch. Vier des Herbstes. Es kann sein, du hast finanziell gerade einen Mangel. Geh klug mit deinen finanziellen Ressourcen um. Achte darauf, ein Gleichgewicht zwischen Ausgeben und Sparen zu erreichen. Hilf anderen, denen es weniger gut geht. Kannst du machen. Und dann habe ich die drei des Winters. Wende dich anderen Menschen zu, um Trost zu finden. Und Liebe. Durch diese Situation wirst du gewinnen. Traurigkeit, die mit der Zeit vergeht. Irgendwas macht dich traurig. Irgendwas macht dich sehr traurig. Irgendwie kommst du nicht vorwärts. Irgendwie denkst du immer so, bist du verdrossen, denkst du, es passiert nichts. Es ist so viele Ideen und möchte das, auch in der Liebe irgendwo. Irgendwie klemmt es hier, ja. Das ist so festhalten irgendwo und nicht weitergehen, nicht deine, du lebst dein eigenes nicht, so sehe ich dir das. Du glaubst nicht an Wunder, warum bist du so verdrossen? Kann nicht sein, ja. Unzufrieden, du bist unzufrieden einfach, ja. Was sagt das Tarot zu euch? Naja, das wird sich aber ändern, das sage ich euch. Ach, schau an. Schau an. Naja, es läuft doch, ja? Sind eure Energie. Ja, nicht kämpfen, nicht kämpfen. Ja, die Unterkarte ist die drei der Schwerter. Irgendwas hat nicht funktioniert, was ihr euch vorgestellt habt. Das ist so, ich nenne das in allen Bereichen. Weil ihr euch nicht befreit, weil ihr nicht am Wunder glaubt, vielleicht seid ihr auch nicht respektvoll umgegangen, vielleicht war da irgendwas, wo ihr durch die Kante geschossen seid. Das ist sowas, ihr wart unzufrieden mit euch selber. Wisst ihr, das ist sowas, du hast Ideen, du willst was rüberbringen, aber die Menschen, mit denen du das machen willst, die haben andere Vorstellungen. Ja? Also deine Vorstellung, dann das, was du wolltest, wurde nicht erfüllt. Das hat aber nichts mit den anderen zu tun, hat mit dir zu tun. Weil du irgendwo, ich sag mal so, du hast so viel in dir und das sollst du rausholen. Und irgendwas hängt hier noch. Irgendwas hängt hier. Es wird aber zu Ende gehen. Sehr gut. Transformation, ja. Das ist wie dein Weckruf. Hier kommt was. Ja, und du arbeitest mit jemandem zusammen. Ja, du brauchst gar nicht sagen. Also, wenn ich das sehe, ja, worauf soll es hinausgehen? Du sollst glücklich sein. Glücklich, richtig glücklich, ja. So ist die Karte. Das ist die Glückskarte. Das ist die erste Karte, die gefallen ist. Die zweite Karte sind die sechs der Kelche. Was kribbelt denn hier in dir, wo du, auf die Liebe gehe ich separat ein. Aber was kribbelt denn hier in dir, wo du denkst, ja, ich wollte das schon immer machen, aber das geht nicht. Das geht nicht. Oder du hast einen Ansatz gemacht, irgendwas machen zu wollen. Das sind deine alten Kindheitsträume, die du verwirklichen willst. Ja? Oder du bist Menschen aus der Vergangenheit begegnet, wo du gedacht hast, ja, mit dem, das könnte Glück werden. Da könnte ich mir was aufbauen. Es geht weiter. Die Kraft, man hat aber sehr gekämpft dafür. Ne? Die Kraft ist auch Stärke. Ja, du hast Stärke. Du hast Stärke. Vielleicht hast du zu sehr gekämpft oder ich nenne das immer so, das ist so. Manchmal denkt man so, ja, sie trägt locker den Löwen. Ja, und du hast es nicht locker angegangen, sehe ich nämlich hier. Zwei der Münzen, das ist so eine Jonglierkarte. Ja, ich weiß nicht, funktioniert das nicht, keine Ahnung, ja. Ja, und warum funktioniert nicht Fünf der Schwerter? Es ist so mein Kopf durchsetzen, der andere will seinen Kopf durchsetzen. Das ist so der Kampf gegen Windmühlen. Vielleicht kämpfst du auch mit dir selber. Das heißt, alles geht nicht. Ich will das so. Respekt. Respekt. Ja? Wenn du mit dir selber kämpfst und immer unzufrieden bist und immer irgendwas sagst, wo du sagst, ja, und es geht nicht und das muss so sein und ich will das so. Ja, dann wirst du traurig, dann bist du verdrossen und, ja, und dann hältst du irgendwie an den Gedanken fest. Du hältst hier an alten Gedanken fest. Und geh mal da raus. Das ist die Karte der Angst, sich neuen Dingen zu öffnen. Weil lieber kämpfen und lieber hier so eine Spielschlüssel ist eine Karte, die ist ungesund. Das sage ich euch so, wie es ist. Aber das wird zu Ende gehen hier. Ja. Neun der Kelche. Was ist denn hier? Was kribbelt denn hier bei euch? Was habt ihr für eine Idee? Schicksalhaft. Hier kommt was Schicksalhaftes. Was kommt denn hier Schicksalhaftes? Schicksalhaft.
Ihr kommt schicksalhaft was auf euch zu, was euch sehr glücklich machen wird. Und das Schicksal ist immer so plötzlich, unerwartet. Das kann eine Reise sein, das kann ein Auto sein, das kann ein Umzug sein, es kann ein neuer Mensch sein, es kann eine blitzartige Idee in der Arbeit sein, aber das ist immer ein glücklicher Zufall, der plötzlich kommt. Den kannst du nicht beeinflussen. Hier kommt das Schicksal, dass ihr sehr glücklich sein sollt. Und die 6 der Münzen sagt mir einfach, hier soll ein Ausgleich in euer Leben kommen. Hier kommt ein Ausgleich, da ist Geben und Nehmen ausgeglichen. Als ob hier was zurückkommt. Was sind die 6 der Kelche? Was sind die 6 der Kelche? Na, jetzt bin ich gespannt. Tja, meine Süßen, will euch jemand heiraten? Ja? Will mit euch jemand einen festen Vertrag machen? Will mit euch jemand was aufbauen? Will, ich sehe das so, als ob was kommt, wo mit euch jemand was wirklich aufbauen will. Die Königin der Münzen, das kann auch ein König sein, Stier, Steinbock, Jungfrau. Das ist eine sehr erdische Energie. Ganz anders. Das ist eine Energie, die kümmert sich gern, die ist gern zu Hause, die baut gern was auf. Das ist eine gebende Energie. Ja, auch ein König, das ist vollkommen egal. Das ist irgendwie, als ob ihr was zurückkommt, was mit euch was Festes aufbauen will. Ja? Kann auch jemand sein, den ihr von der Kindheit her kennt, wo ihr vielleicht arbeitsmäßig was Neues aufbauen wollt, hobbymäßig und so weiter und so fort. Ja? Das ist eine schöne Energie. Also, das ist bis jetzt eine schöne Energie. So, die Kraft. Die Kraft. Was ist die Kraft? Was ist hier? Ja, ihr wisst nicht, ob ihr es tut. Also, vier der Schwerter, ich muss erstmal in mich gehen. Ich muss erstmal, ja, ich ziehe mich mal zurück. Ja, ich weiß nicht. Hier ist die Frage, habe ich die Kraft, auf zu neuen Ufern zu gehen, vielleicht umzuziehen, alles hinter mir zu lassen und neue Wege zu gehen, jetzt mal glücklich zu werden. Also das Glück wird euch serviert, sag ich mal so. Und ihr wisst nicht, ob ihr es annehmen sollt. Ja? Ist wieder sowas wie ein Umzug. Ja? Hat eine Entfernung, spielt hier eine Rolle. Zwei der Münzen, ihr jongliert. Ihr jongliert, ihr wisst das nicht. Das Jonglieren wird beendet sein. Der Tod ist gefallen. Transformation vom Feinsten. Das gefällt mir erstmal. Ihr werdet einen anderen Blickwinkel einnehmen. Einen ganz anderen Blickwinkel. Ihr sollt hier ankommen, in ruhige Gewässer gehen. Und hier ist ein Mensch, der euch dabei unterstützt. Und ihr jongliert, ihr hadert. Und das geht zu Ende. Der Tod sagt immer, das geht zu Ende. Das ist eine Transformationskarte übrigens. Ja? Das ist der Sonne wieder entgegenzureiten. Und ich sage euch auch warum. Da wieder die zwei der Münzen. Wieder, wieder. Aber das hört auf. Das ist vorbei. Weil das Ass der Stäbe, genau, befreie den Fluss deiner kreativen Ideen. Hier ist was, was euch absolut reizt, was neu ist, wo ihr ein ganz großes Potenzial habt, wo ihr endlich das bringen könnt. Vielleicht habt ihr von was geträumt und das waren immer das Wunder, ja. Schenke deinen schönsten Träumen mehr Aufmerksamkeit. Und dann hast du gedacht, ah, das kann ich doch nicht, um Gottes Willen und ich doch nicht. Und hier bietet sich diese Chance. Diese Chance bietet sich, wenn du aufhörst zu schwanken, hin und her zu überlegen und das Neue angehst. Das ist Neustartpotenzial vom Feinsten, ja. So, und jetzt kommen die 5 der Schwerter. Das ist so, naja, mal gucken. Bin gespannt. Was sind die 5 der Schwerter? Die 5 der Schwerter ist nur eine Energie für mich. Du hältst hier fest. Du hältst an alten Dingen fest. Du hältst hier, 4 des Herbstes, du hältst fest an alten Dingen. Und dadurch, dass du hältst an alten Verhaltensweisen fest, an alten Dingen fest, du denkst, das muss so sein, das ist Sturkopf. Ich nenne es mal so, Sturkopf. Ja? Das ist Ego und Sturkopf. Ich darf das mal so sagen. Trifft ja nicht für alle zu. Ne? Ihr nehmt mir das auch nicht übel, aber das sind so Energien, die ich sehe und das hat ja jeder von uns in sich. Wenn was Neues kommt, dass wir manchmal Angst haben und dann kommen so alte Verhaltensweisen. Aber ich glaube, du transformierst dich hier sowieso. Das hört auf, weil wenn ich das sehe, ja, sehr erfolgreich sein, neue Wege gehen, der Sieg, ja, der Sieg. Hier ist der Sieg und hier ist so, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr ankommt. Das ist so, als ob eine große Familie um euch rum ist. Wenn das die Arbeit ist, ist das was, wo ihr euch total geborgen fühlt, wie eine große Familie.
Und wo er dann endlich sagt, ich komme hier an, ich bin angekommen. Manchmal könnt ihr das nicht so zulassen, aber hier ist was, wo ihr ankommt. Und das ist wunderschön. Kämpf nicht mit dir selber, bringt nichts. Befrei mal den Fluss deiner kreativen Ideen. Du hast hier eine Idee, die Wahnsinn ist. Und du hast hier jemand an deiner Seite, der mit dir gemeinsam das durchziehen will. Nutz diese Energien und geh vorwärts, ja, wenn es dein Job ist, ja. Und wenn es in deinem Privatleben ist, ist es genauso. Hadere nicht. Hänge nicht fest in irgendwelchen alten Verkrustungen und Dingen, die dir überhaupt nicht mehr gut tun. Das bist nicht du, ja. In Wassermann will sich zeigen. Das ist wichtig. Die Gemeinschaft ist wichtig. Hier hast du die Gemeinschaft, ja. Du wirst was tun können, wo du die Gemeinschaft hast. Vielleicht willst du auch wirklich umziehen, ja, weil ich sehe das so. Wo du dich wohlfühlst, wo du ankommst, wo du in einer Gemeinschaft leben kannst. Das sind alles so Dinge. Aber tu es, befreie diesen Fluss der kreativen Energien. Du musst nicht umziehen, aber vielleicht ist es irgendwas, dass du jetzt in ruhige Gewässer gehst, wo du sagst, das erfüllt mich, das wollte ich schon immer machen. Und das ist wie ein Wunder, was hier in mein Leben kommt. Glaube an Wunder, glaube dran. Liebe meine Sonnenscheine, ja, hier ist was, wo du glücklich sein sollst. Und hier ist eine Verbindung, wo ich dir sage, kann sein, man kennt sich oder man lernt sich kennen. Ich nenne immer zwei Sachen, was sehr tief ist. Sehr tief. Sechs der Kelche ist die Seelenverbindung. Die ist manchmal aber nicht so einfach. Ne? Das muss man immer dazu sagen. Aber hier sollen Seelen zusammengebracht werden, Menschen zusammengebracht werden, die zueinander gehören. Das Schicksal bringt euch hier irgendwas, einen Ausgleich, ja? Also das stimmt, das ist auch stimmig. Also ob das Schicksal hier sagt, du sollst glücklich werden. Vielleicht war das auch schon, ne? Und ihr seid im Prozess. Sechs der Kelche ist eine ganz tiefe Verbindung. Also man denkt aneinander, ob man will oder nicht. Und es kann auch sein, es ist ein neuer Mensch, aber dann wird das genauso passieren. Hier soll es in eine Verbindlichkeit gehen. Hier möchte jemand, ich nenne es mal so, als ob jemand euch heiraten will oder mit euch zusammenleben will. Sowas ist das. Und die Königin der Münzen, das kann ein König sein, das ist eine erdende Energie, das ist eine Energie, die eine Basis schaffen kann, ja, eine gute Basis für sowas. Das ist Stier, Steinbock, Jungfrau. Und hier habe ich Schütze, ich sage es euch immer gleich mit, ne? So, die Kraft ist Löwe übrigens. So, hast du die Kraft dazu? Du musst erstmal in deinen Rückzug gehen. Aber es reizt dich, weil das Ass der Münzen ist sowas, hier kannst du dir mit dem Menschen was ganz Stabiles aufbauen. Vielleicht ziehst du mit ihm zusammen. Vielleicht gehst du aber auch nur in ruhige Gewässer mit ihm, weil du jetzt ankommst. Du kannst dir das alles vorstellen, ja? Du jonglierst aber. Du jonglierst. Vielleicht gibt es hier auch noch eine andere Person, wo du jonglierst, ja? Aber mit einer Person wird es hier zu Ende gehen und dein Jonglieren wird auch aufhören. Weil die Anziehungskraft ist einfach da. Es ist so. Das heißt, der Stimme ist Anziehungskraft vom Feinsten. Ich kann es nicht ändern. Und dieser Monat bringt so viel Leidenschaft. Ja, also es ist so. Geh raus aus den Ego-Kämpfen von alten Gedanken. Ich glaube, du hältst hier an alten Dingen fest. Wenn das jemand ist, der schon mal in deinem Leben war, dann kannst du nicht mit so alten Gedanken losgehen, weil du brauchst eine Herzheilung. Das sehe ich so. Und die sollst du kriegen. Und wenn es ein neuer Mensch ist, ist es genauso. Jeder Mensch ist anders und jede Verbindung ist anders. Und geh einfach liebevoller damit um. Lass es mal wieder zu, so sehe ich das. Weil das wirst du zulassen, weil es wird sehr erfolgreich sein und du hast hier dein Happy Family. Ja, will ich nicht ausschließen. Haus, Hof, Hund. Hund, mein Hund liegt dort. Mausi, alles gut. Hund, ja, Katze, Fische, ja, eine große Familie, also wo du absolut angekommen bist, Haus, Garten, alles, was du dir vorgestellt hast, kann alles in dein Leben treten. Und jetzt nimm's doch und geh mal daraus, dass es so sein muss, wie du dir das vorstellst, ja? Weil wenn du nur nach deinen Vorstellungen gehst, ja, und dein Herz nicht öffnest, ja, dann wirst du immer irgendwelche Konfrontationen haben, weil das Gegenüber hat vielleicht auch Ideen, redet über Träume und Wünsche. Die Unterkarte sind die 10 der Münzen. Und die 10 der Münzen ist eine stabile Beziehung, ein fester Vertrag und du bist so hin und her gerissen und weißt nicht, was du tun sollst und. Ja, also wenn ich das sehe, was die Unterkarten sind, du kannst was ganz Großes hervorbringen. Die Herrscherin ist gefallen, nochmal. Wirklich nochmal ein Ass dazu. Hier unterstützt dich auch jemand. Hier will gemeinsam mit dir jemand leben, lieben.
und dich in deiner Arbeit unterstützen. Was willst du mehr? Ja? Du musst es nur zulassen. Ich habe so den Eindruck, du denkst, naja, das ist doch nicht für mich bestimmt. Nö, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist für dich bestimmt, ja? Lebe jetzt deine Träume. Das ist ganz wichtig. Was sagen die Engel der Liebe dazu? Was sagen die, ja, sich gegenseitig kennenlernen? Gib doch mal, gib doch hier mal eine Chance. Ja? Ja, und das genau das ist es. Wenn ich das sehe, ach so, die Unterkarte, guckt euch das an. Seelengefährte, ja? Sagt ja immer, die Zeitqualität bringt das. Ja, ihr denkt so, ja. Eure Energie ist Probleme in der Familie heilen. Also ihr schleppt so schon lange was mit euch rum und unerwiderte Liebe. Ihr denkt überhaupt nicht dran, dass euch jemand so lieben könnte. Deswegen kämpft ihr so. Hört doch mal auf damit. Natürlich liebt dich jemand. Warum soll dich niemand lieben? Also so ein Quatsch. Hier sind alte Dinge. Nimm dein inneres Kind mal an den Arm. Ja, es ist von alt her. Nimm dein inneres Kind mal an den Arm, wenn du irgendwo nicht mitgenommen wurdest oder wenn du nicht die Aufmerksamkeit kriegst und dann sagst du so, guckst du, gehst du mal zurück, dann nimmst du dich in den Arm und sagst, ich lass dich nicht allein. Wir machen uns jetzt eine schöne Zeit. Du bist immer bei mir. Ja, hab keine Angst. Das sind einfache Dinge, aber damit kannst du das hinkriegen. Ja, das hat viel damit zu tun, dich selbst anzunehmen. Natürlich wirst du hier geliebt. Warum sollst du nicht geliebt werden? Das ist die Zeit, die jetzt kommt. Saturn in den Fischen. Die Liebe kommt immer mehr raus. Und alles, was dein Herz nicht erfüllt und was du mit dem Kopf eingehst, geht auch kaputt. Es ist so, ja. Die Zeitenwende ist eingetreten. Und das sind die Energien. Sich gegenseitig kennenlernen, lass es mal wieder zu. Indem ihr euer innerstes Wesen vertieft, ja, vertieft sich eure Verbindung. Lass es mal wieder zu für schöne Gespräche, ja? Du darfst doch gerne mal deine Bedenken und Ängste aussprechen. Warum nicht? Der Mensch an deiner Seite hier, der verlässt dich nicht. Der ist einfach für dich da, weil es eine wundervolle Beziehung ist. Lass es zu. Lass es zu. Ja, das ist nur Ego-Kämpfe, ja? Nichts anderes. Wassermänner flippen auch gerne davon, wenn es eng wird, ne? Ja. Ihr dürft mal, ihr seid wie Fischlein, ja? Die flippen auch davon. Aber wir sind jetzt alle dazu angehalten, wirklich auch mal das einzugehen. Ja, ich brauche nicht viel sagen. Abwarten überstürze nicht. Das wirst du nicht tun. Ein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit gelüftet. Ja, du hast vielleicht Bedenken. Da ist doch noch irgendwas. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, was ist das? Was soll hier kommen? Ja, du kriegst alles mitgeteilt. Und du brauchst nicht groß drüber nachdenken. Seelengefährt ist die Unterkarte. Du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Umarmung. Jetzt umarm auch mal dein perfektes Gegenstück, ja? Nimm dein perfektes Gegenstück auch mal an den Arm und freu dich einfach, dass du es hast. Das ist doch klasse, ja? Finde eine schöne Energie für euch. Glaube an Wunder. Glaube bitte an Wunder, ja? Und hol mal wenn du was entstehen lässt, was Kreatives, wo du erfüllt bist, dann bist du auch erfüllt in einer Partnerschaft, ja? Dann kämpfst du auch nicht so, dann bist du einfach glücklich. Zum Abschluss gibt es ein Krafttier, ihr braucht das auch bei diesem Monat. Was ist euer Krafttier? Was ist euer Krafttier diesen Monat? Was hilft euch? Was unterstützt euch? Was ist für euch wichtig? Das Chamäleon. Das Chamäleon. Sich den Gegebenheiten anpassen, Verbundenheit mit den Gefühlen. Ich glaube, das wird Zeit. Manifestation, das dritte Auge. Ihr könnt alles erreichen, was ihr wollt. Ja, bindet euch mal an und glaubt mal daran. Und Verbundenheit mit den Gefühlen. Vertrau deinen Gefühlen mal. Du hast Gefühle. Ja, vertrau denen. Ach, meine Wassermänner. Es kann ein schöner Monat werden, wenn ihr euch traut. Ja. Ich wünsche euch wirklich alles Liebe. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, freue mich über ein Abo und freue mich, wenn ihr es mit Freunden teilt. Ich sage ganz lieben Dank allen Abonnenten, ganz lieben Dank für eure schönen Kommentare und ganz lieben Dank für die Anerkennung und Wertschätzung meines Kanals. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin alles Liebe, Mona. Ciao.